Compulsion Games and Focus Home Interactive. Powered by Unreal Engine. Produced with the financial support of CMF FMC. Contrast. Ah, diese wunderschöne Musik, die muss ich jetzt mal eben spielen lassen. Das war nämlich der so ziemlich ausschlaggebende Grund, weswegen ich dieses Spiel als mein neues Projekt auserkoren habe. Contrast ist ein 2D-3D-Adventure mit Rätselelementen und einer wirklich sehr, sehr interessanten Spielweise. Die werdet ihr dann gleich im Spiel selbst direkt sehen. Ich habe es noch nicht angesehen. Ich weiß nur das, was im Trailer zu sehen ist und in der Spielbeschreibung auf Steam. Mehr weiß ich wirklich noch nicht. Ich habe extra nicht reingeschaut, also komplett blind. Aber ich freue mich unheimlich auf das Spiel. Allein schon wegen der Musik im Hintergrund. Es gibt 2 vollwertige Lieder, die man zusätzlich zu diesem Spiel bekommt, beziehungsweise bekommen kann. Und die sind einfach genial. Ich liebe diese Musik. Ah, ein Traum. Wirklich. Ich habe die auch schon in auf meinen USB-Stick fürs Hören im Auto. Also genial, die Musik. Ah, wunderschön. Version 11.736. Was ich euch hier zeigen will, ist die Grafikqualität. Hoch, mittel, passiert noch nichts, aber das passiert auf niedrig. Das finde ich etwas krass. Man muss deswegen feststellen, ich habe keine Ahnung, wie die das programmiert haben, aber so ziemlich alles, was den Charme dieses Spiels ausmacht, geht bei niedrig verloren. Ich finde den Unterschied so extrem. Aber wir spielen natürlich auf hoch. Ihr kennt mich doch. Ich spiele für euch immer alles auf hoch. Und bevor ich jetzt weiter vor mich hin schwafel, starte ich ein neues Spiel. Bist du sicher? Dabei geht dein Spielfortschritt und alle gefundenen Sammelobjekte verloren. Ja, ich habe nur kurz mal reingeschaut, ob die Mausempfindlichkeit so passt und ob ich Controller oder Mausentastatur nehme. Und ich muss den ganzen Rezensionisten, Bewertern, Kritikern recht geben. Da es ein Port von der Konsole ist, ist es mit dem Controller wirklich angenehmer. Sehe ich das richtig, dass wir schon im Spiel sind? Ja, tatsächlich. Ich dachte, jetzt käme erst noch ein Intro oder dergleichen. Also ich muss sagen, rein optisch gefällt es mir sehr und die Animation sieht auch sehr flüssig aus. Und sie hat eine sehr gute Figur. Aber das ist was anderes. It's time for bed, Dee Dee. Go hop in bed. I'll be right in to tuck you in. Good night, Daddy. What are you doing here? My mommy's coming. You better hide, or she's gonna catch you. Okay, sweetie, night-night. What are you looking at? I don't think she can see you. Now promise me you'll be a good girl while I'm out singing. I promise. No sneaking out this time. I'll get in trouble. I promise. That's my good girl. Mommy, is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Okay, she's gone. She's gonna sing at the Ghost Note tonight. It's the most beautiful cabaret. Come on, we'll miss her show. Triff dich mit Dee Dee auf dem Dach. Dee Dee ist die zweite Protagonistin neben unserem Charakter hier. Ich kenne aus dem Trailer auch schon ihren Namen, aber den will ich euch jetzt unbedingt verraten. Oh, Sammelobjekte. Mama, ich, Papa, Dawn. Ah, sehr schön, da steht er ja. Ganz rechts dieser Schatten, das ist nämlich Dawn. Und was ihr damit wo ihr ihre Mama gerade gesehen habt, nur als Schatten, das ist eben das grundlegende Spielkonzept hier.
Ihr seht jetzt gerade, ich spiele das in der 3D-Perspektive, also mit einem 3D-Charakter, aber wir kommen noch zu einer, zu mehreren 2D-Szenen. Und deswegen finde ich das Spiel so interessant. Aber dazu kommen wir noch. Ich rede schon wieder zu viel, ich spoilere zu viel, aber wie gesagt, es ist ja alles nur aus dem Trailer. Hier komme ich nicht raus. Okay. Okay, ich kann sprinten, ziemlich schnell sogar. Und hier so normal gehen, weil ich den Stick nur ein bisschen bewege. Ich mag das ja nicht, wenn man mit der Bewegung des Sticks steuern muss, wie schnell man läuft. Ich mache instinktiv immer zu schnell. Ja, wir sind Dawn, die augenscheinlich imaginäre Freundin von Didi. Naja, die Schatten sind hier sehr gut gemacht. Aus gutem Grunde. Springen kann ich auch. Es ist eine Art Action-Adventure. Look! I know. You could go down there and move the ash cart, and I could jump down. I'll play here, so you can go over there and be a shadow person. Neue Fähigkeit. Bei einer leuchtenden Fläche zum Wechseln. Also RT bei einer leuchtenden Fläche. Beleuchteten Fläche zum Wechseln. Genau das meine ich. Jetzt sind wir ein Schatten. Okay. Und können in eben jedem Schatten gehen. Wow, I wish I could do that. Could you teach me how to do that? Ja, das finde ich eben so faszinierend an dem Spiel. Das ist jetzt natürlich noch extrem simpel, aber das ist einfach nur, allein die Idee ist schon genial. Okay, now move the ashcart to where I can jump into it. Ach so. I wonder who moved it. Do you think it was Mommy? She got really mad at me the last time I snuck out. Where did you go for so long? I haven't seen you in 3 weeks. I really wish you had been at my birthday. Daddy missed my birthday. Now we go this way. Follow me. Ganz ruhig, Didi. Wir haben Zeit. Wir wollen uns diese Welt doch genau anschauen. Also dieses Spiel, diese Umgebung. Deine Heimat. Kann ich hier zum Beispiel hochklettern? Nee. Man scheint festzustellen, wo ich hoch kann und wo nicht. Aber eben das mit dem Licht, das wird eben zu einem Rätsel, weil ich glaube, so habe ich es verstanden, wir können mit Didi dann Lampen bewusst so ausrichten, okay, dass wir dadurch in die Schatten eintauchen können. Kann ich jetzt hier in den Schatten? Nein. Oh, I think you're too big. I think that goes all the way through to the other street. If I move this cart, you could walk up to Shadow, couldn't you? Natürlich können wir das. Finde einen Weg raus aus der Gasse. Na gerne. Warum sollte ich diese Zwischensequenzen überspringen wollen? Ah ja. Das ist jetzt nämlich das 2D-Universum, was ich meinte übrigens. See you at the ghost now. Okay. Oder wenn wir einfach... Wenn jemand das Haus... Das sieht creepy aus. Was ist das? Eine von 10 Leuchtkugeln eingesammelt. Was bringen mir denn Leuchtkugeln? Warum ist unser Charakter so schweigsam? Die gute Dawn. Sprich doch mit uns. Eine leuchtende Fläche zum Wechseln. Erster Akt. Die unsichtbare Freundin. Okay. Wo muss bzw. will ich denn hin? Ich finde das super gelöst. Ich finde die Idee wirklich genial. Haha. Errungenschaft freigeschaltet. Erleuchtet. Ja, haha. Und wie ich das bin. Nein. Hier oben will ich hin. Ne? Ich muss nur mit der Steuerung klarkommen. Tut mir leid, Leute. Oh. Ja, runter kommen sie immer, ne? Kann ich das irgendwie bewegen?
Weil ich dachte, ich könnte da oben vielleicht noch hin. Okay. Kann ich anscheinend nicht. Da muss ich nicht überall hinkommen, ne? Die Türen? Ne, Türen kann ich ignorieren, wie es aussieht. Meistens zumindest. Ach, diese Musik im Hintergrund. Ein Traum, sage ich euch. Ich liebe es. St. Clair Daily Post. Zeitungsartikel. Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Ach, das ist auf Deutsch, sehr gut, dann kann ich es in aller Ruhe lesen. Carmine Bruni zum zweiten Mal von Mordvorwürfen freigesprochen. Blah. 4. Januar. Das mutmaßliche Mafia-Mitglied Carmine Bruni hat heute Morgen den Gerichtssaal als freier Mann verlassen. Die Geschworenen befanden Bruni nicht schuldig. Am vergangenen 7. April bei der blutigen Schießerei in der Taverne Wolf and Lamb den Barkeeper sowie drei weitere Personen getötet zu haben. Bruni behauptet, in Notwehr gehandelt zu haben, als der Barkeeper, Robert Antos, ihn angriff. Mr. Antos wurde von 18 Kugeln getroffen. Die Polizei gab zu Protokoll, dass die Kugeln aus zwei verschiedenen Waffen kamen. Aus zwei verschiedenen Waffen stammen. Der laut Anklage eindeutige Fall nahm eine dramatische Wendung, als Ingmar Olofsson, der wichtigste Augenzeuge, auf unerklärliche Weise verschwand. Zwei weitere Zeugen der Anklage, die behaupteten, Bruni zusammen mit seinem Kollegen Salvatore De Bendetto kurze Zeit vor der Schießerei ins Wolf and Lamb gehen zu sehen, widerriefen ihre Aussagen im Zeugenstand. Wir sind erfreut, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde, sagte Brunis Anwalt Jonathan Parker. Mr. Bruni wurde lange genug von einem wild gewordenen Staatsanwalt und einer korrupten Polizei belästigt. Dies ist bereits das dritte Strafverfahren und der zweite Mordprozess, bei dem Mr. Bruni freigesprochen wurde. Die Polizei geht weiterhin davon aus, dass Mr. Bruni ein wichtiges Mitglied des kriminellen Vasari-Clans ist. Mr. Brunis Anwalt hingegen behauptet, dass sein Mandant im Blumengewerbe tätig sei. Im Blumengewerbe. Carmine Bruni wurde heute vom Vorwurf des vierfachen Mordes freigesprochen, der laut Anklage eindeutige Fälle nahm nach dem Verschwinden eines wichtigen Zeugen eine dramatische Wendung. Ja, wo ist der wohl hin verschwunden, hm? Das können wir uns natürlich nicht denken. Woher sollten wir das denn auch wissen? Okay. Oh, ich finde das hier so schön. Mann, Leute. Das ist so... Weiß ich, 30er-Jahresstil? 20er, 30er-Jahresstil? Oh, ich liebe es. Wie gern wäre ich jetzt wirklich hier. Wanna put on some lights? I promise you'll like the view. Okay. Ach, sie ist extrem schnell, die Dawn. Wenn sie will. Come on, sugar. Help a girl out here. We can't play in the dark. Okay. Das spielt alles im Schatten. Was es damit auf sich hat. Hey, one's on the fritz. Hey, Sparky, could you do something about that one too? It's really messing with our rhythm. Reparieren Sie den Scheinwerfer, wie komme ich jetzt da hoch? Haha, ich sehe es doch schon. Ich habe die freie Wahl. Ich bin ein Saxophonisten. Aber wenn der selbst nur im Schatten lebt, würde sich nicht ein bisschen dadurch gestört, dass ich auf ihm herumspringe? Hm, verwirrend. Aber ich denke, darauf kommen wir noch.
Hier ist das Schlagzeug. Ach, hier geht's wieder runter. Jetzt muss ich mal schauen. Ne, hier ist abgesperrt. Deswegen musste ich da rum. Ich schau jetzt nur mal, ob hier noch ein Collectible oder dergleichen ist. Ja, sag ich doch. John Fenris, National Bank, nicht gedeckt. Zahlung an Cat Knight am 19.09.24. Also doch 20er Jahre. Scheck von Johnny Fenris an Cat Knight, nicht gedeckt. $250. Hm. Okay, da ist nichts mehr. Also die gute Dawn ist tatsächlich extrem gut. Die Schnelligkeit und wie hoch sie springen kann, nicht schlecht. Ach, deswegen brauche ich Leuchtkugeln. Ach, und deswegen konnte ich in die eine Leuchtkugel auch nicht reinlaufen, weil ich jetzt hier eine brauche. Ah ja. Na, gerne richte ich den doch aus. Charlie, would ya? Okay. Das war doch... Ist Cat Knight Didis Mutter? Das war doch Didis Mutter, oder? Money from me, Johnny? Because I'm ducking the landlord. I don't need a handout, babe. Look at this suit. You work in another one of your famous deals? This one's big, Kat. Oh, sure it is. Till it blows up like last time and the time before Not that. Not this time, babe. I'm gonna make it all up to you. I gotta get back on stage. Then meet me after. I'm staying at the Excelsior. But you think you're just gonna jitterbug your way back into our lives with a lot of sweet talk? It's gonna be better this time, babe. You're gonna see how much better it can be. Room 529, kiddo. Where is he going? I need to talk to him. Tatsächlich, Cat Knight, das ist Didis Mutter. Jetzt muss ich aber kurz schauen. Was? Ich habe jetzt schon einen verpasst. Na super. Kann ja gut weitergehen. War da irgendwo nicht ein Jonathan mit drin? John Fenris, Johnny. Ah ja. Von allen Kaschemmen der Welt. Okay. Diesen Song, House on Fire, finde ich auch richtig super. Ach, der speichert automatisch, ah ja. Da komme ich überall nicht rein. Didi, wo bist du denn hin? Ach, da ist sie. He just went through the gate. I bet he's going to the bar. Mommy said Daddy left us. But that's not true, is it? She kicked him out.
Bevor ich da jetzt hingehe, sehe ich mich hier noch um. Und stelle fest, dass die Folge ja schon wieder vorbei ist. Aber eins nach dem anderen. That's my good girl. Mommy. Is Daddy ever coming back? I don't know, honey. Maybe someday when he's ready. But don't you worry. Mommy always comes back. I'll be home before you even wake up. Get some nice sleep. Aha, Moment. Ach so. Ach, das spielt auch diesen Schatten wieder ab. Ah ja. Ach, ich weiß auch wieso. Ach, komm schon. Didi, ich muss da hoch, bitte. Da noch irgendwas? Ich versuche mal rüber zu springen. Ey, funktioniert ja sogar. Cool. Ist hier noch irgendwas? Nein. Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich habe gesehen, dass die Folge schon vorbei ist, aber ich habe jetzt gerade noch keine Lust aufzuhören. Ich bin gerade so schön drin. Ah ja. Extra Life 2012 Spenderliste. Großer Dank an The Heroes Among Us, die Extra Life 2012 zu etwas wirklich Besonderem gemacht haben. Hä? Okay. Keine Ahnung, was das jetzt ist, aber ich find's super. Und das ist doch ein super Ending jetzt für die erste Folge. Freue mich, dass ihr bis hierhin zugesehen habt. Hoffe, euch gefällt das neue Projekt. Sagt mir doch, was ihr davon haltet. Was euer erster Eindruck ist, was ihr euch für ein Spiel noch erwartet. Einfach, was euch durch den Kopf geht. Und lasst mir doch vielleicht auch ein Like da, da freue ich mich doch. Damit verabschiede ich mich jetzt. Und beende das jetzt, weil es sich nochmal neu wiederholt. Ja, in diesem Sinne. Ich bin euer Chaotica und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Tschüss.